Sehr gut. Also vielen, vielen Dank, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid heute. Es freut mich sehr, euch ein paar Inputs zu liefern. Also keine Angst, ich werde nicht belehren und irgendwie zu sagen, was ihr zu tun habt, wenn es um das Thema Marke geht, sondern nehmt also meine Präsentation also wirklich Inspiration, also Gedankenanstoß. Sind sicher einige Themen dabei, die euch interessieren, die euch beschäftigen beruflich. Und da werdet ihr sicher einige Inputs, beziehungsweise was ich in meiner Laufbahn bis jetzt für mich an Erkenntnissen mitgenommen habe, dass ich die an euch im Prinzip weitergebe und hoffentlich sehr viel Inspiration für euch liefern kann. Ich habe lange überlegt, wie ich die Präsentation nennen soll, weil ich habe vor einigen Jahren einige so kleinere Talks gemacht, eher mit dem Hintergrund, dass ich in Agenturen gegangen bin, also in Designagenturen, in Hochschulen, um meine Findings zu meiner Masterarbeit, die jetzt auch schon, boah, das ist schon vor 5 Jahren, crazy, dass ich da diese Inputs und die Leute bringe im Prinzip. Und ich habe mich jetzt auf diesen Titel entschieden, also Brand ist gleich Experience mal Design. Die Slides sind auf Englisch, ich werde jetzt auf Deutsch sprechen, das wird nicht allzu schwierig. Und ich würde sagen, wir starten. Also, hallo nochmal, ich bin Emanuel. Bin seit Sonntag 30, also ich habe jetzt mein 30. Lebensjahr abgeschlossen. Und dann komme ich gerade auf den Punkt zurück, warum ich eigentlich hier bin. Also die Lisa hat mich damals gefragt, ob ich Interesse habe, da was vorzustellen, was zu präsentieren, was mir am Herzen liegt, was euch als Community helfen könnte oder wo ihr im Prinzip Inspiration sammeln könnt. Und habe dann so gedacht, wow, das ist irgendwie, also genau in der Woche nach meinem Geburtstag, das ist im November, why not? Und hat einfach gesagt, ja, ich mach's. Bin jetzt ein bisschen aus der Übung mit Präsentieren vor so vielen Leuten. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich bin noch total übermüdet. Werde das aber versuchen zu überspielen. Seid bitte milde mit mir. Aber ich glaube, es geht. Gut, na, erstmals noch danke auch an die Lisa, an den Michi, an den Daniel und wer sonst noch aus dem Team dabei ist. Ich bin mir sicher, wer das Teil des Teams ist. Herzlichen Dank, dass ich heute hier mit euch ein paar Minuten bzw. Stunden verbringen darf. Kurzer Rückblick in mein Leben, aber wo ich eigentlich herkomme. Also ich komme aus Dornbirn, aus dem schönen Vorarlberg. Ich hoffe, ihr kennt das alles. Sehr schönes Fleckchen. Ich möchte jetzt keine Tourismuswerbung machen, aber nur, dass ihr versteht, wo ich eigentlich herkomme. Das geht ja wieder auf meinen Geburtstag zurück. Und ich bin hier in Dornbirn geboren, im Vorarlberger Rheintal. Oh, Moment, da muss ich noch eins zurückgehen. Bin dort auch aufgewachsen, habe dort meinen Bachelor gemacht an der FH im Bereich Mediengestaltung. Gibt es Leute hier im Saal, die sich mit Design beschäftigen beruflich? Ja, sehr gut. Seid ihr dann eher aus dem Bereich Online-Marketing? Ich kenne mich jetzt gar nicht aus, was im Publikum eigentlich da ist. Na, das ist eigentlich wurscht. Nur, dass ich verstehe, dass ich komme aus dem klassischen Print-Grafik-Design, also Typografie. Habe das auch dort gelernt, viel Sachen dort ausprobiert. War dann auch ein halbes Jahr in Mexiko. Das ist eine Satellitenaufnahme von Monterrey im Nordosten Mexikos, also Richtung Texas. Und ihr werdet jetzt ein paar Satellitenbilder sehen. Es ist wirklich 1:1 die Größe. Und nur um zu zeigen, wie es auf der anderen, also wie es auf der Welt eigentlich anschaut. Wenn wir das nur kurz vergleichen, also das ist schöne, überschaubare Dornbirn, die 10. größte Stadt Österreichs, by the way. Und im Vergleich ist hier diese Riesenstadt Monterrey. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner dort sind, es sind ziemlich viele. Genau, war dort sehr viel im Bereich Illustration auch unterwegs. Habe dann meinen Master in Zürich gemacht, war für 1,5 Jahre dort und habe ich dann entschieden, nach Berlin zu gehen. Aus dem Grund, dass mir im Prinzip so das Neue gefehlt hat. Also ich bin in einem Digitaldruckbetrieb aufgewachsen, mein Vater war Digitaldrucker, wo ist es immer noch.
Meine Mutter war im Bereich Offset-Druck in der Logistik tätig. Also ich war da schon etwas vorbelastet in die Richtung. Aber mir hat dann immer ein bisschen was gefehlt, weil ich, also Typografie, da habe ich mich ausgekannt, das ist jetzt nichts Neues, da habe ich sehr viel gemacht, sehr viel probiert. Und habe ich dann entschieden, eher in die digitale Richtung zu gehen. Also mich mit Interaktion zu beschäftigen, sehr viel auf dieses Thema Marke mal zu begreifen, was heißt das eigentlich? Und geht es da nur um Logos oder was ist da eigentlich dahinter? Und das war auch ein Grund, warum ich damals auch in Zürich war. Jetzt muss ich mal schauen, was als nächstes kommt. Genau, war dann auch ein Jahr in Graz in einer Agentur. Und bin jetzt seit ja, mittlerweile mehr als 2 Jahren in Wien. Mir taugt es sehr. Es kommt mir irgendwie vor, als wäre ich 3 Tage da. Und bin jetzt da auch die nächste Zeit auf jeden Fall in Wien. Was ich aktuell beruflich mache, also ich beschäftige mich sehr mit Brand Identity Design und Experience Design. Das heißt, ich entwickle gemeinsam mit kleinen Teams, unterschiedlichen Teams, digitale Produkte, digitale Serviceleistungen, Dienstleistungen. Und verknüpfe das immer mit diesem Markenzugang, dass man überhaupt schaut, geht es um Persönlichkeit, geht es um wirklich den Kern von Unternehmen, von Organisationen. Und das ist der Grund, warum ich heute euch ein paar Inputs dazu liefern möchte. Vielleicht, also was ich immer sehr gerne mache, ist immer so ein bisschen diese Definitionsgeschichte mal anzuschauen. Also keine Angst, das ist nur meine Interpretation von diesen Begriffen. Ich freue mich dann danach auf diesen Austausch mit euch, ob ihr da dabei seid, falls es Fragen gibt, kontroverse Anmerkungen. Höre ich mich sehr, sehr gerne an und diskutiere mit euch. Für mich heißt Brand, also auf Deutsch Marke, muss ich jetzt schauen, weil ich sehe auf dem Screen nicht das, was ihr seht. Muss ich mal schauen. Genau, also vielleicht kennt ihr die Geschichte von diesem Begriff Marke. Also ich glaube, von mehreren tausend Jahren schon im Prinzip diesen Weg, zum Beispiel in der Landwirtschaft, da gibt es eine Rinderherde, mal zu versuchen, die irgendwie zu brandmarken. Von dem kommt eigentlich der Begriff, dass man sagt, wir haben so einen Brandstempel, wir haben das auf jede Kuh drauf, um zu sagen, hey, ich bin Bauer Emanuel, das ist meine Kuh, um so diese Unterscheidbarkeit herzubekommen. Ist natürlich in unserer heutigen Zeit ganz was anderes, aber wie ihr sicher wisst, es geht sehr stark um das Thema Identität. Und Identität im Sinne von, wenn wir jetzt an uns denken, wir haben alle Fingerprints, also Fingerabdrücke, die einzigartig sind auf der Welt. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der den gleichen Fingerabdruck hat. Und somit ist es ein Weg, wirklich seine Identität festzustellen. Das Gleiche geht natürlich, also wenn wir jetzt wieder auf die unternehmerische Seite gehen, das Gleiche geht natürlich auch für Unternehmen, für Organisationen, Institutionen, aber auch für euch selber als, keine Ahnung, als Person. Da müssen wir gar nicht so in diese theoretischen Sphären irgendwie abgleiten, sondern es betrifft eigentlich uns als Mensch genauso. Da geht es auch um Identität, da geht es nicht spezifisch um seine Marke, aber jeder hat das im Prinzip schon von Geburt an, so eine eigene Identität. Genau, also unternehmerisch heißt es dann auch, es geht sehr viel um Strategie, werde ich dann später noch mehr dazu erzählen. Und es geht natürlich sehr stark um diesen Ausdruck, diese Ausdrucksstärke, die wir selber als Menschen, als Individuen haben, dass wir da sehr, sehr einzigartige Verhaltensweisen haben. Also niemand auf der Welt sieht identisch aus, mit ein paar Ausnahmen. Aber es gibt so gewisse Merkmale, die uns sehr unterscheidbar machen. Also in unserem das, was wir tun, wie wir es tun und wie wir Dinge wahrnehmen. Gut, kurz zum Begriff Experience, also dieses Erlebnis, das für uns natürlich als Mensch sehr, sehr individuell ist. Also wir nehmen Dinge unterschiedlich wahr, wir haben unterschiedliche Gefühle in verschiedenen Situationen und das hängt sehr stark von dem Kontext ab und in der Situation, in der wir aktuell sind oder mit welchen Leuten wir zu tun haben. Gibt es dann verschiedene Verhaltensweisen und wie wir auch unsere Umwelt wahrnehmen.
Genau, das war eigentlich das Leid zum Satz davor. Dann kurz zum Design. Also ich werde heute nicht sehr viel über Design reden. Das ist im Prinzip also nicht das ein Produkt oder eine Ableitung von dem, was passiert auf der Markenebene. Und für mich ist Design also weniger so, ja, ich mache etwas schön, sondern es geht mehr darum, so einen Weg zu finden, wenn wir zurückgehen auf Strategie. Das heißt, ich möchte einen Weg finden, um gewisse Ziele zu erreichen. Und dass wir sagen, Design ist eine Möglichkeit, diesen Weg im Prinzip zu planen, vorzubereiten, zu schauen, dass Menschen so das Gleiche im Prinzip wahrnehmen, wie wir uns das wünschen. Gut, gehen wir kurz weiter. Da würde ich nochmal zurückspringen nach Zürich. Also ich habe dort 1,5 Jahre in einem Master für Kommunikationsdesign studiert. Und da ist in mir, also dieser, vielleicht das nächste Bild, genau. Also das war unser Gebäude. Ich weiß nicht, ob ihr das Museum für Gestaltung in Zürich kennt. Was da sehr interessant ist, ist, dass er wirklich alle Designdisziplinen und darüber hinaus ihren Platz finden, von Architektur über Produktdesign, über Strategen, über Eventgestalter. Und ich habe mich dann sehr intensiv mit dem Thema Marke dort auseinandergesetzt. Und es war immer so, ja, okay, es geht mir um Logos, um Design, um Gestaltung, wie schaut das Ganze aus? Und nicht so, was ist eigentlich der Kern von dem Ganzen, was steckt dahinter? Und dann im Laufe der 1,5 Jahre sind immer so neue Sachen aufgepoppt, die mich sehr interessiert haben, finanziell, also in diese inhaltliche Ebene dann gegangen. Und habe da sehr, sehr viele andere Ebenen im Prinzip versucht zu verbinden. Und das war der Titel meiner Masterarbeit, Dynamic Branding. Ist vielleicht im ersten Blick so die Wahrnehmung, ja, da geht es irgendwie um animierte Logos, animierte Geschichten, es bewegt sich was oder die Farbe ändert sich. Es geht natürlich viel, viel tiefer. Und was ich immer sehr, sehr gerne mache, weil, also wenn es zum Thema Marke geht, dann ist es sehr schnell in diese Marketing- unternehmerische, wir wollen irgendwas verkaufen, Sales-Richtung. Was ich eigentlich die letzten Jahre gelernt habe, ist, dass wir viel, viel näher bei uns als Menschen sein müssten, gerade wenn es um das Thema Branding geht. Und da würde ich jetzt bitten, also die nächsten Slides, da geht es wirklich darum, dass ihr eure Perspektive ein bisschen einnehmt, einfach als Mensch, völlig losgelöst von diesem ganzen Marketing-Thema, sondern das einfach auf euch als Mensch wirken lässt. Ergebnis, meine Masterarbeit waren im Prinzip 15, also ich habe es jetzt Brand Essences genannt. Das sind irgendwie Begriffe, Attribute, die ich im Prinzip als Essenz von dem ganzen Thema sehe. Das erste ist strategisch, also wenn wir jetzt sagen, ich sehe jetzt da gerne, ich weiß gar nicht, dass wir wie uns als Mensch natürlich auch sehr strategisch verhalten, sehr, sehr unbewusst. Also ich bringe nur das Beispiel, wie wir alle hierher gekommen sind. Also ich bin mit der U-Bahn und zu Fuß hergefahren, aber dahinter steckt ja ein gewisser Plan, weil ich muss schauen, ich muss zu einer gewissen Zeit irgendwo sein. Wie komme ich dorthin, wie viel Zeit muss ich einplanen? Also das ist schon der erste Schritt, eigentlich um so eine Strategie anzugehen. Weil wir versuchen, den Weg zu finden, unser Ziel, also hierher zu kommen, zu finden. Genau, authentisch ist das Nächste. Wir fühlen uns als Mensch natürlich immer nur wohl, wenn wir wirklich so sein können, wie wir sind. Das ist ein ganz großer Punkt. Und das kommt natürlich sehr stark in diese Richtung, dass wir, also gerade wenn es um Werte, um Haltungsweisen geht, dass wir das sehr stark bei uns sind. Das ändert sich prinzipiell nicht über unser ganzes Leben. Es gibt natürlich schon Abweichungen oder Einflüsse, die uns anders denken lassen. Aber da, wenn es wirklich um den Kern geht, sind wir sehr, sehr bei uns. Wo wir natürlich sehr unterschiedlich sind, ist unser Verhalten. Also ich kenne es nur von mir, wenn ich mit gewissen Leuten mich unterhalte, verhalte mich wahrscheinlich anders, wie wenn ich mit einer anderen Person dort sitze. Oder in der Gruppe ist es so anders, vor so vielen Leuten. Oder
mit mir selber oder mit einer anderen Person. Wir verhalten uns dann einfach anders. Wir reden anders, wir erzählen uns andere Dinge. Und das schlägt sich natürlich in unserem Verhalten auch wieder. Da geht es jetzt eher wieder in die unternehmerische Richtung, dass wir sagen, oder wir bleiben noch bei uns, dass wir sagen, wir haben eine zusammenhängende Geschichte im Prinzip. Als Mensch wäre das natürlich unsere Lebensgeschichte. Wir werden jetzt nicht irgendwas erfinden, was nicht wahr ist, sondern da gibt es diese Zusammenhänge, die auch sehr viel Einfluss haben in das, was wir jetzt machen, wie wir sind, was wir tun und wie wir es tun. Und wir versuchen natürlich, das auch zugänglich zu machen, im Gespräch mit, keine Ahnung, wir posten Bilder auf Instagram. Nur als Beispiel, dass im Prinzip unser Leben in gewisser Weise, natürlich ein bisschen kosmetisch angepasst, auch in die Welt tragen. Und genauso wie wir uns anders verhalten im Gespräch, sind wir natürlich in der Lage als Mensch, uns an gewisse Situationen anzupassen. Wenn wir jetzt irgendwie zu spät sind, auf die U-Bahn erwischen müssen, damit wir pünktlich sind, dass wir uns natürlich entsprechend anpassen, unsere Situation. Wir laufen schneller, wie wir rennen und denken natürlich, also da gibt es dann so eine Situation, wo wir dann sagen, ich muss mich jetzt beeilen, dass wir uns an diese Situation anpassen. Der nächste Punkt, es geht auch um Erweiterbarkeit. Da bin ich mir jetzt gar nicht, muss ich ehrlich zugeben, gar nicht so sicher, was ich da dazu erzählen könnte in Bezug auf unsere Persönlichkeit. Ich werde einfach das nächste gehen. Weil ich sehe dort eben meine Notizen nicht, darum ist es alles ein bisschen schwer. Es ist alles Stehgreif. Bitte seid milde mit mir. Aber das trifft natürlich auch auf unseren Alltag zu. Wir wollen mit schwierigen Situationen entsprechend umgehen. Wir wollen schnell reagieren, wenn wir zu spät dran sind. Dass wir alles, dass wir unser Verhalten so weit anpassen, dass wir wirklich unser Ziel in dem Sinn erreichen. Gut, und das äußert sich natürlich sehr stark in dem, wie andere Menschen uns wahrnehmen. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wir hetzen zur U-Bahn, dann gibt es natürlich schon Veränderungen, wie wir unterwegs sind oder wie uns die Leute wahrnehmen. Keine Ahnung, wir fangen an zu schwitzen, wir rennen, wir haben ein rotes Gesicht. Und genauso, das sind uns Sachen, die wir teilweise nicht steuern können, aber es sind einfach menschliche Züge, die dort sehr, sehr stark hineinspielen. Das Gleiche geht natürlich für unsere Mitmenschen. Also es geht meistens immer mir so, dass, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der U-Bahn ist dann mittlerweile also gefühlt 1200 Grad geheizt. Und ich bin dann da eingemummelt mit einer dicken Winterjacke und verhalte mich natürlich entsprechend. Und dass andere Leute das natürlich wahrnehmen, dass irgendwas nicht stimmt oder ich fange an zu schwitzen oder ich habe ein rotes Gesicht, dass das auch ein Weg ist, um anderen zu signalisieren, hey, mir ist jetzt heiß oder ich bin in einer schwierigen Situation. Und dass daraus natürlich Handlungen von anderen Menschen in dem Beispiel im Prinzip entstehen, dass Leute zum Beispiel herkommen, hey, du hast ein rotes Gesicht, du schwitzt, geht sie gut, dass wir da auf diesem Level diese Interaktivität auch ermöglichen. Und da spielen natürlich sehr viele Sinne oder im Prinzip alle Sinne mit. Da geht es darum, also es geht um Gerüche, die sehr intensiv sind, da geht es um Geräusche, da geht es um berühre ich jemanden oder etwas, da gibt es immer bestimmte Auslöser, die uns dann zu Gedanken führen, zu Gefühlen führen, die wir sonst in anderer Form in dem Fall nicht erleben. Das ist ein sehr schwieriges Wort, sustainable, weil dergleichen wie so, das hat irgendwie mit Ökologie zu tun, Umwelt. Sustainable würde ich eher sehen, also nachhaltig im Sinne von, wir sind in einer Art Zukunftsfähigkeit, heißt, wenn wir jetzt bei uns selber bleiben, wir haben einen bestimmten Ausbildungsweg gewählt, wir haben einen bestimmten Beruf gewählt.
wir sind natürlich zukunftsfit in dem Sinn oder versuchen alles dafür zu tun, um zukunftsfit zu sein. Und die Quintessenz von diesen Punkten ist im Prinzip diese Ganzheitlichkeit. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um wirklich diese ganzen Facetten irgendwie greifbar zu machen. Egal, ob das jetzt um uns geht, um uns als Person oder wenn es darum geht, jetzt, wenn wir wieder auf die Unternehmen, auf die wirtschaftliche Schiene gehen, dass es natürlich darum geht, alle Facetten irgendwie sich anzuschauen. Das heißt nicht, dass man alles kontrollieren muss, sondern dass man sich bewusst ist, da passiert auf so vielen Ebenen sehr, sehr viel. Ich habe als Teil meiner Masterarbeit einen sehr, sehr guten Input von Paul Hughes, das ist ein niederländischer Vortragender, macht da sehr viel im Bereich Innovation, der das Ganze sehr gut auf den Punkt bringt. Also wir haben hier im Prinzip uns als Marke, wir können ruhig bei dem Bild bleiben, wir sind eine Person und da dreht sich allerhand rund um uns. Und ein Bereich, wir haben es vorher kurz angerissen, da geht es um diese konsistenten Werte, da geht es um Prinzipien, die man hat, die in Stein gemeißelt sind im Prinzip. Also wenn nicht irgendwas Weltbewegendes passiert, dass es ändert. Genau. Aber im Prinzip ist es unser Kern, auch als Mensch. Und da gibt es natürlich sehr viel, das uns beeinflusst. Das sind andere Menschen, das sind unser Alltag, das sind das, was wir erleben, das wir erleben wollen. Und das ist natürlich in so einem ständigen Kreislauf. Und wenn wir uns so ein bisschen nach innen kehren, heißt das natürlich, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es sehr viel passiert. Und dass ich im Prinzip sage als Mensch, ja, das passt, das ist cool, da ist so viel Potenzial und so viele Chancen sind dort verborgen. Dass ich im Prinzip alles Mögliche versuche, um alle Facetten, ob das meine Persönlichkeit ist oder mein Zugang, da wirklich auszunutzen und das Beste daraus zu machen. Und das geht natürlich alles auch nach draußen, zu anderen Menschen, zu anderen Leuten, anderen Kulturen. Also ich habe auch diesen Einfluss, den ich haben kann als Mensch auf andere Menschen, dass ich mir dessen bewusst bin. Und genauso funktioniert, also das ist natürlich mein Ansatz, genauso funktioniert es auch innerhalb von Organisationen, Unternehmen, Institutionen, dass man das begreift, dass da sehr viel Lebendigkeit einfach notwendig ist, aber dass so Kernelemente, Prinzipien, Sachen, wie ich die Welt verstehe, wahrnehme, dass die sehr, sehr klar und sehr konkret sind. Und der Paul Hughes hat dieses Konstrukt Holo genannt. Das kommt eigentlich vom Logo, wenn wir jetzt wieder auf die Richtung Erscheinungsbilder gehen. Aber das vermischt sich natürlich mit dieser Ganzheitlichkeit, diesem Holistic, also auf Englisch heißt es Holistic, dass man das etwas als Ganzes begreift und diese ganzen Facetten auch versteht. Und das ist im Prinzip so diese Quintessenz von den ganzen Ergebnissen. Und was mir gerade also in der Markenwelt jetzt in Unternehmen und Organisationen sehr abgeht, ist immer dieser menschliche Zugang, dass man sagt, wir sind alle Menschen, wir machen gemeinsam mit Menschen Dinge mit Menschen und dass uns das wirklich jeden Tag bewusst ist. Gut, vielen Dank, das war's. Danke sehr für die Aufmerksamkeit und also falls irgendwie Fragen sind, ich glaube, wir machen dann Drinks nach dem zweiten Talk. Und falls irgendwie Fragen sind, Anregungen, ob alles unklar ist oder nicht, ich hoffe nicht, da freue ich mich sehr, sehr auf euren Austausch dann anschließend. Vielen Dank.